Wir kommen dann zu Top 3 unserer Tagesordnung, der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, 13. Gesetz zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften. Und zur Einbringung des Gesetzentwurfs erteile ich Frau Justizministerin Kühne-Hörmann das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als Justizministerin kommt mir die Aufgabe zu, für die Landesregierung den Entwurf eines 13. Gesetzes zur Verlängerung der Geltungsdauer und Änderung befristeter Rechtsvorschriften, den Entwurf des diesjährigen Sammelgesetzes, vorzulegen. Schon 2001 hat die Landesregierung den Leitfaden für das Vorschriftencontrolling eingeführt. Zuletzt wurde er Anfang 2018 neu gefasst. Er sieht vor, dass die Geltungsdauer von Rechtsvorschriften grundsätzlich auf 7 oder 10 Jahre zu befristen ist. In bestimmten Fällen besteht aber auch die Möglichkeit kürzerer Befristungen oder des Verzichts auf eine Befristung. Ziel ist es, unnötige und überholte Vorschriften im Hessischen Landesrecht zu reduzieren. Und daher sind die Gesetze vor einer Verlängerung ihrer Geltungsdauer zu evaluieren. Verantwortlich hierfür ist das jeweilige Fachressort. Es überprüft die Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit, Kostenwirksamkeit, Verständlichkeit und die Vollzugseignung eines Gesetzes. Mit Ablauf des 31. Dezember dieses Jahres treten insgesamt 20 hessische Gesetze außer Kraft. Mit anderen Worten, alle Regelungen innerhalb dieser Gesetze fallen automatisch weg, wenn deren Geltungsdauer nicht verlängert wird. Bei der Hälfte dieser Gesetze hat die Evaluierung größeren inhaltlichen Änderungsbedarf ergeben. Nach den Vorgaben des Leitfadens für das Vorschriftencontrolling können solche inhaltlichen Änderungen gemeinsam mit der Verlängerung der Geltungsdauer nur im Rahmen gesonderter Gesetzgebungsverfahren als Einzelnovellen umgesetzt werden. Die übrigen 10 Gesetze sind Gegenstand des vorliegenden Entwurfs des diesjährigen Sammelgesetzes. Bei ihnen soll ausschließlich die Geltungsdauer verlängert werden. Darüber hinaus sollen allenfalls marginale redaktionelle Anpassungen vorgenommen werden. Im Einzelnen will ich einzelne Regelungsbereiche nennen. Aus dem Zuständigkeitsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen soll die Geltungsdauer von 4 Gesetzen verlängert werden. Durch Artikel 1 soll das Gesetz über den einheitlichen Ansprechpartner, kurz EAH-Gesetz, entfristet werden. Der einheitliche Ansprechpartner ist ein stehender Begriff. Seine Aufgabe ist die Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen, Anträgen, Willenserklärungen und Unterlagen. Da das EAH-Gesetz die Vorgaben des EU-Rechts umsetzt und die landesrechtliche Regelungskompetenz insofern eingeschränkt ist, soll es zukünftig unbefristet fortgelten. Durch die Artikel 3 und 4 soll die Geltungsdauer des Hessischen Wohnraumfördergesetzes und des Hessischen Wohnungsbindungsgesetzes jeweils um 1 Jahr verlängert werden. Damit steht in dieser Legislaturperiode noch ausreichend Zeit zur Verfügung für den Abschluss der Evaluation. Durch Artikel 6 soll die unveränderte Fortgeltung des bewährten Gesetzes über die Einrichtung rückständiger Kosten- und Zäumniszuschläge bei der Kraftfahrzeugzulassung für die nächsten 10 Jahre geregelt werden. Artikel 2 des Gesetzentwurfs kommt aus dem Bereich Soziales und Integration. Das Hessische Gesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes hat sich bewährt, und die Geltungsdauer soll um 10 Jahre verlängert werden. Weiter enthält der Gesetzentwurf 2 Artikel aus dem Bereich Wissenschaft und Kunst. Zum einen soll durch Artikel 7 die Geltungsdauer des Gesetzes über die Studentenwerke bei den Hochschulen des Landes Hessen um weitere 2 Jahre verlängert werden. Der Kreis der interessierten Verbände und Stellen sowie der Betroffenen ist sehr groß. Und um alle einbinden zu können und eine möglichst umfassende Basis der fachlichen und rechtlichen Bewertung zu erhalten, ist ein längerer Evaluationszeitraum erforderlich. Und zum anderen soll durch Artikel 8 die Geltungsdauer des Studienbeitragsgesetzes um 3 Jahre verlängert werden. Die Studienbeitragspflicht wurde nach nur 2 Semestern wieder aufgehoben, und die in dieser Zeit ausgegebenen Studiendarlehen sind noch abzuwickeln.
Aus dem Bereich Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz stammen die Artikel 5, 9 und 10. Die Geltungsdauer des Marktscheidergesetzes soll um 7 Jahre verlängert und das hessische Umweltinformationsgesetz entfristet werden. Beide Gesetze haben sich bewährt. Die Geltungsdauer des hessischen Jagdgesetzes soll für nur 2 Jahre verlängert werden. Die Verlängerung dient der weiteren Evaluierung der Vorschriften. Auf alle weiteren detaillierten Ausführungen zu den einzelnen Artikeln verzichte ich an dieser Stelle und verweise insofern auf den Gesetzentwurf und seine Begründung, die im Rechtspolitischen Ausschuss einer vertieften Befassung unterliegen werden. Natürlich werden wir, meine sehr geehrten Damen und Herren, der gewohnten Praxis folgend dem Rechtspolitischen Ausschuss die im Rahmen der Evaluierung entstandenen Anhörungsunterlagen der Ressorts umgehend zur Verfügung stellen und die Ausschussberatungen im Rechtsausschuss fortsetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als erster Redner hat sich Herr Kummer von der SPD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Nun sitzen wir also hier, ich könnte sagen, zur besten Sendezeit. Im Fernsehen würde man sagen, zur Primetime. Und schon der Titel dieser Drucksache, der könnte den Schluss zulassen, lang lebe der Vorgang. 13. Gesetz zur Verlängerung und Änderung von befristeten Rechtsvorschriften. Das klingt, wie ich meine, ungemein spannend. Und in diesem Zusammenhang fällt mir immer der Satz eines Bekannten, eines Freundes ein, der einmal sagte, ich zitiere ihn, es gibt Diebe, die werden nie bestraft, das sind die, die uns die Zeit stehlen. Kolleginnen und Kollegen, dankbar bin ich Herrn Pitt von Bebenburg, der genau dies in der Frankfurter Rundschau am 15.06. aufgegriffen hat unter der Überschrift Ägibägi. Kolleginnen und Kollegen, ich erliege jetzt gerade nicht der Versuchung, auf jedes einzelne Artikelgesetz einzugehen, denn dafür ist mir und uns, glaube ich, heute die Zeit zu schade. Aber ich will die Gelegenheit nutzen, diese 5 Minuten auch an die Ministerin oder an die Minister gerichtet zu einer grundsätzlichen Kritik. Und das meine ich ernst, und ich bitte Sie, gut zuzuhören. Wir sollten uns, und dazu möchte ich Sie alle auffordern, wir sollten uns alle miteinander ernsthaft zusammensetzen und die Frage klären, ob es nicht besser wäre, die grundsätzliche Befristung der Gesetze künftig sein zu lassen. Alles, Kolleginnen und Kollegen, alles spricht dafür, diese Befristung sein zu lassen. Diese Befristung frisst unsere knappe Zeit. Sie bringt zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Sie stellt keine Verwaltungsvereinfachung dar. Und sie gibt uns keine echte Evaluation der Gesetze. Schauen wir einmal an, was uns heute vorliegt. 6 der Gesetze wurden gar nicht evaluiert. Bei 2 Gesetzen wurde teilweise evaluiert. Bei 2 Gesetzen gab es eine, aber was für eine? Eine Evaluation durch die Regierung, Kolleginnen und Kollegen, eine Evaluation durch die Regierung. Und da komme ich zu meiner grundsätzlichen Kritik. Wir als Landtag sind der Gesetzgeber dieses Landes. Und deshalb obliegt es dem Gesetzgeber, die Evaluation durchzuführen. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das hat der Kollege Frömmrich von den GRÜNEN schon am 26.09.2012 im Landtag festgestellt, als er sagte, lieber Kollege Frömmrich, ich darf Sie zitieren, die Befristungen machen grundsätzlich nur dann Sinn, wenn man sich mit dem Inhalt des Gesetzes vor dessen Ablauf beschäftigt, diese Gesetze evaluiert und wenn sich der Gesetzgeber ist ausdrücklich der Hessische Landtag, haben Sie gesagt, richtigerweise, und nicht die Hessische Landesregierung. Der Landtag mit seiner Gesetzgebungskompetenz befasst und schaut, wo muss nachgesteuert werden, wo fragen wir nach, wen hören wir an. Das sehen wir, Kollege Frömmrich, genauso. Und im Übrigen, und da bin ich der Ministerin froh, dass Sie jetzt wenigstens angekündigt haben, dass in die Ausschussberatungen die Stellungnahmen eingebracht werden, die Ihnen vorliegen. Und im Übrigen hätten Sie dies aber auch schon jetzt tun können, dann hätten wir mehr Zeit gehabt, uns damit zu befassen. Kolleginnen und Kollegen, ja, Herr Frömmrich,
Ja, Evaluation ist gut, das sage ich ausdrücklich. Evaluation ist gut. Aber erstens, dafür braucht man keine Befristung. Und zweitens hat diese Evaluation im Landtag und in seinen Fachausschüssen zu geschehen und nicht in erster Linie auf Regierungsebene. Kolleginnen und Kollegen, auch die Bertelsmann-Stiftung, wenn hier in Zweifel gezogen werden meine Worte, ob die Befristung Sinn macht. Auch die Bertelsmann-Stiftung sagt in einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung vom 27.02.2018, generelle Befristungen kosten mehr, als sie bringen, weil sie Bürokratie aufblähen und zu routinemäßigem Durchwinken von Verlängerungsvorlagen führen. Und genau das erleben wir heute auch, wenn wir uns die Vorlage einmal genau ansehen. An zwei Stellen, Kolleginnen und Kollegen, liebe Landesregierung, entlarvt sich die Landesregierung selbst. Und das sollten Sie sich genau ansehen. Da schreiben Sie bei zwei Gesetzen ohne Evaluation, der neuen Landesregierung soll ausreichend Zeit für die Evaluation des Gesetzes zur Verfügung stehen. Und deshalb verlängern Sie das Gesetz oder möchten es um ein Jahr verlängert haben, damit die Landesregierung Zeit hat für die Evaluation. Was ist eigentlich mit dem neuen Landtag als Gesetzgebungsorgan? Fehlanzeige. Insoweit verweise ich erneut auf die eingangs bereits geäußerte Kritik. Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist um, deshalb mein Fazit. Erstens, schaffen wir die Befristungen ab, ändern Sie also Ihren Leitfaden. Und zweitens, lassen Sie uns zu echten, ernst gemeinten Evaluierungen kommen durch die erste Gewalt, durch den Hessischen Landtag und durch die entsprechenden Fachausschüsse, die sich dafür die Zeit nehmen sollten. Dafür möchte ich plädieren. Ich danke Ihnen. So, vielen Dank. Als nächstes habe ich Herrn Dr. Wilken hier auf unserer Ablaufliste. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Justizministerin! Ich kann dort weitermachen, wo mein Vorredner aufgehört hat. Die Befristung von Gesetzen macht nur Sinn, wenn sie wirklich zu einer Überprüfung und dann eventuell notwendigen Anpassung der Gesetze führen. Das funktioniert nicht immer glücklich und nicht nur deswegen nicht unglücklich, weil die Evaluierung regelmäßig von der Regierung und nicht durch uns vom Landtag gemacht wird. Weil wir müssen Hinweise, dass ein Gesetz verändert gehört und nicht einfach nur entfristet oder mit einer neuen Frist versehen gehört, selbstverständlich auch ernst nehmen. Dazu müssen wir auch als Gesetzgeber hier Zeit haben, den notwendigen Sachverstand dazu einzuholen. Wir haben das in der vergangenen Legislaturperiode mal dadurch probiert, dass wir gesagt haben, so ein Sammelgesetz muss mindestens in alle die Ausschüsse, die sachinhaltlich damit auch befasst sind. Das hat auch nicht funktioniert, weil das auch zu keiner weiteren Aufklärung von uns als Gesetzgeber beigeführt hat. Deswegen will ich diesen Vorschlag nicht wiederholen. Ich bedanke mich ausdrücklich, Frau Kühne-Hörmann, dass wir wieder die Anhörungsunterlagen zur Verfügung bekommen. Ich erinnere aber daran, dass wir die Zeit brauchen, das mit unseren Fachressorts mindestens einmal zu diskutieren. Ich will das an einem Beispiel einmal deutlich machen. Sie schreiben mehrfach, aber eine Stelle zitiere ich jetzt, dass sich bei der Evaluierung sehr weit divergierende Einschätzungen ergeben haben. Ja, Überraschung. Es gibt unterschiedliche Interessen in diesem Land. Es gibt unterschiedliche politische Ansätze in diesem Land. Das hätte ich Ihnen auch sagen können, ohne dass ich Soziologie studiert hätte und ohne dass wir eine Evaluierung machen. Entscheidend ist doch, was machen Sie mit diesen Hinweisen, die Sie bekommen, und was machen wir als Gesetzgeber mit diesen Hinweisen, die wir bekommen. Das Beispiel. Auf Initiative von Bündnis 90 Die Grünen fand im letzten Frühjahr hier im Landtag ein Fachgespräch mit der Fragestellung, passen Haustierabschuss und Fallenjagd noch in unsere Zeit statt. Als Ergebnis dieses Fachgesprächs, wo eindeutige Positionierungen vorgetragen wurden, steht in Ihrem Koalitionsvertrag ein Verbot von Totschlagfallen. Das steht in Ihrem Koalitionsvertrag. In dem, was Sie jetzt hier vorlegen,
findet das aber keinen Widerhall, sondern sie sagen, sie wollen das entsprechende Gesetz unverändert einfach weiter befristen. Das ist eine Frage, wo Sie eben sich verweigern, eine politische Stellungnahme hier vorzunehmen, obwohl Sie selber sie sich auf die Fahnen geschrieben haben. Und so macht Sammelgesetz überhaupt keinen Sinn, weil wir haben Hinweise, dass wir etwas verändern müssen. Und von daher einfach nur zu sagen, wir schaffen eine neue Frist ein, macht überhaupt keinen Sinn. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächsten erteile ich Herrn Wissenbach von der AfD das Wort. Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich werde die Zeit nicht stehlen hier. Ich brauche keine fünf Minuten, ich brauche nur eine. Erstens, diese Vorlage ist juristisch hervorragend ausgearbeitet, und ich möchte nicht der Ministerin, aber der Arbeitsgruppe AVV danken. Das ist gut geworden. Ich freue mich auf die Diskussion im Rechtspolitischen Ausschuss. Und was die Befristung generell betrifft, habe ich ja von der Ministerin vorhin gehört, dass 10 Gesetze eben nicht weitergeführt worden sind, was ich für einen Erfolg halte. Schönen Dank. Als Nächstes darf ich Frau Schardt-Sauer ans Rednerpult bitten von der FDP. Werte Präsidentin, werte Damen und Herren Kollegen! Also, mir ging es ja zunächst bei diesem Tagesordnungspunkt, dass ich krampfhaft als Juristin überlegt habe, was sage ich denn jetzt dazu? Natürlich kann man als Politikerin, Politiker immer irgendwas sagen, aber selbst ich in Ehrfurcht dieser Tagesordnung dachte, das geht ja, kann man doch eigentlich runternehmen von der Tagesordnung. So ein unstrittiger Tagesordnungspunkt. Und werter Herr Kummer, bei aller Wertschätzung, als Opposition die Befristung von Gesetzen infrage zu stellen, da habe ich Gewaltenteilung nicht verstanden. Ich kann Ihnen sagen, ich durfte eine Zeit meines Lebens in der Ministerialverwaltung verbringen. Wir hätten lieber ungestört dort agiert und ohne Befristungen und ohne diese AVV, die einen ständig stört bei der Arbeit, und diese Parlamente, die dauernd Fragen stellen, warum dann diese Norm sein muss. Die Befristung ist die Möglichkeit für das Parlament, sich etwas anzuschauen, nicht als Automatismus, aber es bietet die Möglichkeit. Und das allen Ernstes infrage zu stellen, wie gesagt, aus unserer Sicht ganz klar. Ich möchte auch gar nicht, ich fand es schon sehr bemerkenswert, nett, ausführlich, dass die Ministerin die ganzen Einzelgesetze, dieses Sammelgesetz aufgelistet hat. Diese Rechtsvorschriften, wenn wir dem jetzt nicht den Weg bereiten, werden diese Gesetze unbefristet, sozusagen ab in die Garage. Kann man jetzt mal so sagen, als aggressiver Oppositionspolitiker sehe ich die nie wieder. Oder je nachdem, bei elementaren Vorschriften würden die außer Kraft treten. Hessen hat im Übrigen auch auf Initiative der Freien Demokraten bei dieser Vorschriftenbefristung, wie gesagt, ich finde ein sehr gutes Instrument, eine Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen. Und deshalb begrüßen wir das ausdrücklich. Und wir begrüßen das ausdrücklich und, werter Kollege von den LINKEN, auch aus Gründen des Schutzes unserer Lebenszeit und Lebensenergie machen wir das gerne in einem Sammelgesetz. Und auf einmal die Befristung, wie gesagt, bietet die Möglichkeit, reinzuschauen. Ich möchte jetzt gar nicht weiter auf die einzelnen Sammelgesetze eingehen. Wir werden die in den Ausschüssen haben. Aber ich bitte, wie gesagt, die Kollegen noch einmal zu überlegen, was für eine Schatztruhe wir da haben. Jeder kann reingucken. Man kann die Schatztruhe aber auch zulassen. Oder man darf nie einen Blick hineinwerfen. Wir Freie Demokraten wollen immer gern, weil grundsätzlich misstrauen wir natürlich dem Staat, und wollen immer sehen, was er so macht. Und deshalb werden wir das unterstützen und begrüßen ausnahmsweise mal voller Input das, was die Justizministerin uns hier vorlegt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Bevor ich Herrn Müller von der CDU das Wort erteile, erlaube ich mir den freundschaftlichen Hinweis, dass nach § 74a unserer Geschäftsordnung eine Kurzintervention nicht für fünf Minuten Debatten vorgesehen sind. Jetzt darf ich, wie gesagt, Herrn Müller ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Kummer, der faszinierendste Satz des heutigen Tages ist aus der Opposition der Satz, das kostet uns Zeit, wenn wir uns mit der Prüfung der Gesetze beschäftigen. Also ganz wunderbar. Ganz wunderbar. So muss man das machen. So muss man das tun, indem man schlicht und einfach sagt, das kostet uns ja Zeit, die könnten wir besser verbraten mit irgendwelchen Initiativen oder sonst irgendwas. Also bei allem Verständnis, die gesetzgebende Gewalt sitzt vor mir. Die sitzt nicht hinter mir, die sitzt ausschließlich vor mir. Und dann gibt es dieses ausgesprochen wunderbare Werkzeug von Freiheit, dass dieses Parlament irgendwann einmal gesagt hat, wir befristen Gesetze, weil wir wissen wollen, funktionieren die. Weil wir wissen wollen, ist das alles richtig, wie wir es gedacht haben. Und dann stellen wir uns dann hin und sagen, naja, das kostet die Verwaltung viel Arbeit, das kostet uns viel Arbeit, wir lassen das besser. Und wenn es uns dann zufällig mal auffällt, dann schauen wir mal nach, war das. Herr Müller, lassen Sie eine Frage des Kollegen Kummer zu? Ja, wo denn? Ja. Jetzt. Vielen Dank, Herr Kollege. Haben Sie verstanden, was ich ausgeführt habe? Ich habe mich ausdrücklich für eine Evaluation der Gesetze im Hessischen Landtag ausgesprochen und gegen die Befristung. Herr Kollege, aber der Unterschied zwischen Evaluation ist, dass Sie hier sagen, wir wissen nicht, was ist und müssen sich eigentlich darum kümmern. Sie überlassen ja die Evaluation ausschließlich der Regierung. Und das ist doch gar nicht der Sinn. Der Sinn ist, dass mit der Befristung Sie, wir, darüber nachdenken, ob uns das gefällt oder nicht. Das ist der Sinn von Gesetzesbefristung. Und der Sinn von Gesetzesbefristung ist nicht, dass die Verwaltung uns erzählt, das Verwaltungsverfahren ist in Ordnung. Unsere Aufgabe ist die Kontrolle, unsere Aufgabe ist die Richtung und unsere Aufgabe ist zu sagen, es gefällt uns und es gefällt uns nicht. Und wenn man sich dem verweigert, dann ist das in Ordnung. Wir werden uns dem nicht verweigern, weil wir finden es gut, dass die Verwaltung, die Regierung regelmäßig hier anzutreten hat und zu sagen hat, nun, dieses Gesetz hat ein Problem oder dieses Gesetz ist gut. Und dann können wir uns frei die Entscheidung geben, wollen wir das oder nicht. Und Kolleginnen und Kollegen, ich war ja bis vor ein paar Monaten auf der anderen Seite schlicht und einfach als Rechtsanwalt 25 Jahre tätig. Und mir ist dabei aufgefallen, viele Gesetze beschränken, viele Gesetze machen eng. Natürlich ist es so, Gesetze sind das Skelett der Demokratie. Aber Sklerose kann auch dazu führen, dass es etwas schwieriger wird, dass es etwas enger wird. Und deshalb, wir müssen doch immer dafür sorgen, dass der Grundsatz unserer Verfassung, gerade im Recht, es ist alles erlaubt und möglich, was nicht verboten ist, nicht ersetzt wird durch den gesetzlichen Vorstellungskanon, es ist alles verboten, was nicht erlaubt ist. Das ist doch der falsche Begriff von Freiheit. Und der Hintergrund dieser Evaluation und dieser Befristung ist eben, dass wir uns regelmäßig über Freiheit Gedanken machen und Gedanken darüber machen, passt es oder passt es nicht. Und deshalb bin ich der Ministerin ausgesprochen dankbar, dass sie sagt, es gibt ein paar Gesetze, da wollen wir selber noch einmal nachdenken. Geht das? Und das Jagdgesetz ist ein gutes Beispiel dafür, weil eben die Unterschiedlichkeit der Auffassung durchaus heftig gegeneinander prallt. Und da muss man sich eben auch die Möglichkeit und die Chance geben, nachzufragen, können wir etwas neu justieren, können wir etwas anders machen, können wir etwas besser auf die Belange derjenigen, die von dem Gesetz betroffen sind, eingehen. Es geht nicht um Verwaltung, es geht um die Menschen, die von Gesetzen betroffen werden. Und deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, finden wir das schlicht und einfach prima, dass es das so gibt, wie wir es haben. Und wenn wir uns das hier anschauen, dann haben wir 10 Gesetze in dem Sammelgesetz. Wir haben dafür einige, 2, die wir völlig entfristen, weil wir sagen, die brauchen wir auf Dauer. Da können wir ja diskutieren, ob es so ist oder nicht. Sie können diskutieren, und dann haben wir es ja doch vom Tisch. Sie brauchen sich keine Gedanken mehr zu machen. Eine schöne Einrichtung. Wenn Sie aber gleichzeitig, lieber Herr Kollege Kummer, vorwerfen,
die Regierung liefert Ihnen ja gar keine Evaluation. Ja, bei allem Verständnis, wessen Aufgabe ist das auch? Es ist doch unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, passt das Gesetz. Natürlich können wir uns dem Sachverstand bedienen. Das ist in Ordnung. Wir können natürlich Experten anhören, aber es ist doch unsere Aufgabe. Und Sie haben jeden Tag die Chance, hier Entwürfe einzubringen, mit Änderungsvorschlägen zu Gesetzen, zu Veränderungen der Inhalte und eben zur Eigenevaluation. Das ist doch Ihre und unsere Aufgabe. Und deshalb, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde das gut, wie es war, und das ist in Ordnung, und wir werden es im Rechtsausschuss ordentlich überprüfen und die Begründung dann entsprechend abgeben. Danke schön. Das war fast eine Punktlandung, und jetzt darf ich Frau Förster-Heldmann von Bündnis 90 Die Grünen nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ein routinemäßiges Durchwinken ist was anderes. Eine dermaßen ausgeprägte Debatte zu einem doch relativ simplen Sachverhalt finde ich schon bemerkenswert. Aber was man alles mit so einem einfachen Sachverhalt auch zusammenhängend diskutieren kann, hat mich dann schon auch verwundert und mir einige Anregungen gebracht. Zum Beispiel das Verständnis von meinem Kollegen der SPD, wie er diese Dinge sieht, und auch der Freiheitsgedanke, den Herr Müller mit diesem Sammelgesetz verbunden hat, fand ich auch interessant. Da werde ich noch einmal in Zukunft darüber nachdenken, ob das auch mit meinem Freiheitsgedanken in irgendeiner Weise übereinkommt. Wahrscheinlich gibt es Berührungspunkte. Aber lassen Sie mich einfach zu dem Sammelgesetz zwei kurze Sätze sagen. Es gibt ganz klare Hinweise dafür, was haben wir jetzt in den nächsten Monaten zu tun, zum Beispiel beim Wohnraumförderungsgesetz und beim Wohnungs. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Bindungsgesetz, genau. Und da gibt es eine Befristung von einem Jahr, also bis 2020. Und es ist doch klar mit diesen Inhalten, was diese Gesetze beinhaltet, dass wir darüber jetzt noch einmal uns Gedanken machen müssen. Das ist eine klare Aufforderung, und diese Aufforderung nehme ich gerne an. Und in anderen Dingen muss man doch einmal ganz klar sagen, was jetzt schon wirklich hervorragend herausgearbeitet ist: Wenn Sie einen Ansatz haben, wo Sie etwas verändern wollen, dann verändern Sie es. Sie haben das parlamentarische Recht, Anträge zu stellen, in den Ausschuss diese Dinge zu beraten. Das ist unser aller Recht. Warum bemängeln Sie etwas, wozu Sie ein Recht haben? Und deswegen kann ich nur sagen, ich habe mich das letzte Mal schon gewundert, es war vor ungefähr einem halben Jahr oder vor einem Jahr, wo es auch um ein Sammelgesetz ging, dass man da so lange drüber reden kann. Ich möchte die Diskussion jetzt beenden und würde sagen, wir stimmen dem einfach alle zu. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit wird dieser Gesetzentwurf nach erster Lesung, so ist es verabredet, zur weiteren Beratung an den RTA überwiesen.